الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين الله عز وجل الله Erhabene sagt: O ihr, die ihr glaubt, das Fasten wurde euch vorgeschrieben, so wie es jenen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Dieser Vers erklärt den größten Zweck, die Ursache für das Fasten, für die Gesetzmäßigkeit des Fastens, nämlich der Aufstieg des Dieners in den Stufen der Gottesfurcht, bis er die Gottesfurcht verwirklicht. Das ist das Ziel des Fastens und sein Geheimnis. Hunger und Durst sind nicht das eigentliche Ziel des Fastens, sondern die Folgen von Hunger und Durst, nämlich das Brechen der Begierden, die Kontrolle über die Begierden und das Zähmen der Seele, die zum Bösen neigt. Deshalb ist das Verhalten einiger Fastender verwunderlich, die während der Fastenzeit übermäßig viel essen, bis sie voll sind und sich schwer fühlen. Wie kann das Fasten dazu beitragen, den Scheitan zu überwinden und die Begierden zu brechen, wenn der Fastende bei seinem Fastenbrechen alles nachholt, was er während des Tages verpasst hat? Und sogar noch mehr. Es ist üblich in vielen Kulturen mittlerweile, dass für Ramadan an Essen vorbereitet wird, was man in vielen Monaten nicht getan hätte. Und dass an Ramadan übermäßig viel Essen eingenommen wird, was zu üblichen Tagen nicht gemacht wird. Also es ist ein paradoxes Verhalten. Es ist bekannt, dass das Ziel des Fastens eben die Enthaltsamkeit ist, um die Begierden zu brechen, damit die Seele auf Gottes Furcht aufbauen kann. Wenn jedoch das Stopfen des Magens vom Tag auf die Nacht verschoben wird, bis die Begierde entfacht wegen des Hungers, entfacht seine Begierde und das Verlangen wird gestärkt und man füttert den Bauch und die Seele dann mit allem Vergnügen, dann wird das Vergnügen ja vergrößert. Das Vergnügen wurde in der Tat vergrößert und die Kraft der Seele verdoppelt. Und es können Dinge erwachen aus diesen Kräften, die ruhig geblieben wären, wenn man bei seiner Gewohnheit geblieben wäre. Das Wesen und Geheimnis des Fastens besteht darin, die Kräfte zu schwächen, die als Werkzeuge des Teufels genutzt werden, um den Menschen zum Übel zu bringen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er die Jugendlichen, die nicht in der Lage sind zu heiraten, ihnen empfahl zu fasten: Was glaubst du, ist es durch einen Tag Fasten getan? Durch zwei Tage Fasten getan? Es ist ein kontinuierliches Fasten, das die Kräfte bricht, das den Menschen in einer gewissen Art und Weise schwächt, sodass die Begierden abnehmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wie viele Fastende gibt es, für die ihr Fasten nichts als Hunger ist? Und wie viele Betende gibt es, für die ihr Beten nichts als Schlaflosigkeit ist? Das Fasten soll dazu dienen, Gewohnheiten neu zu ordnen, die Seele von gewohnten Ablenkungen von Allah, dem Erhabenen, zu entwöhnen und ihre Aufgaben und Prioritäten neu zu erordnen. Beachte hierbei den eigenartigen Zustand des Fastenden. Erinnert sich der Fastende nicht an das Verbot, seine Nahrung während des Tages einzunehmen? Durchgehend, vom Morgen bis in die Nacht. Und ruft er sich nicht ständig die Beobachtung Allahs vor Augen? Immer wenn ihm der Gedanke ans Essen kommt oder ans Trinken, ruft er sich die Beobachtung Allah Ta'alas vor den Augen. Dieser Zustand der ständigen, kontinuierlichen Beachtung und Beobachtung Allah Ta'alas soll sich im Menschen verankern während des Ramadans und auf das, was nach Ramadan kommt, ausgedehnt werden. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bestätigend, dass das Fasten nicht nur Hunger und Durst ist. Er sagte: Wer das Lügen und das Handeln danach nicht unterlässt,
Für den hat Allah keine Notwendigkeit, dass er sein Essen und Trinken aufgibt. Ebenfalls ist es ein Fehler, das Fasten von seinem ursprünglichen Zweck zu entleeren und daraus ein soziales Projekt zu machen. Ein soziales, gesellschaftliches Projekt. Das ist das, was wir häufig in den Moscheen hierzulande hören. Nämlich, dass der Sinn des Fastens darin besteht, den Hunger zu kosten, die Bitterkeit des Hungers und Durstes zu kosten, damit Mitgefühl und Demut für die Armen und Bedürftigen entsteht. Das ist nicht Sinn und Zweck des Fastens. Wenn es so wäre, dann wäre das Fasten lediglich den Reichen vorgeschrieben. Ist es aber nicht auch den Armen vorgeschrieben? Ist das Fasten nicht auch dem vorgeschrieben, solange er es ausführen kann, solange er die Kräfte dazu hat? Ist es nicht auch dem vorgeschrieben, der gar nicht weiß, ob er am Abend etwas findet, womit er sein Fasten brechen kann? Es ist auch ihm vorgeschrieben. Im Gegensatz zu der Zakat, die tatsächlich auch einen sozialen Aspekt hat. Denn die Zakat ist nicht dem Armen verpflichtet. Er ist nicht dazu verpflichtet. Er ist zum Fasten verpflichtet. Zur Zakat ist nur der verpflichtet, der eine bestimmte Summe an Vermögen hat, so dass er unter den Wohlhabenden zählt. Ebenso soll das Fasten dazu dienen, sich darauf vorzubereiten, sich auf den Koran und seine Reflexion zu konzentrieren. Der Fastende beruhigt seine Seele und seinen Verstand, sodass seine Hinwendung zum Koran mit einem gesammelten Geist geschieht, mit einem fokussierten Geist, mit Konzentration. Und in der Tat ist der Monat Ramadan eng mit dem Koran verbunden. Der Monat Ramadan wird im Koran in zwei Formen erwähnt. Einmal in der ganzheitlichen Form, also als ganzheitlicher Monat, nämlich in der Aussage Allah Ta'alas. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt wurde. Also der Monat Ramadan ist die zeitliche Dimension des Korans. Und dann wird er in der teilweisen Erwähnung genannt im Koran, nämlich in dem einige Tage von ihm erwähnt werden. Das wird an zwei Stellen getan. Einmal in der Surah Al-Qadr, in der Allah Ta'ala sagt, wir haben ihn, also den Koran, in der Laylat Al-Qadr offenbart. Und einmal in der Surah Al-Dukhan, wo es heißt, wir haben ihn, den Koran, in einer segensreichen Nacht offenbart. An allen Stellen wird der Monat Ramadan durch die Beziehung des Monats mit dem Koran erwähnt. Also die Beziehung des Korans mit dem Monat Ramadan wird ständig in den Vordergrund gestellt. Und deswegen hatten wir auch in der letzten Khutbah erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Ramadan jede Nacht den Koran mit Jibrail durchging. Zu Ende der Khutbah, ayyul ikhwa, lass dein Herz nach dem Fastenbrechen zwischen Furcht und Hoffnung schwingen. Zwischen Furcht und Hoffnung. Denn man weiß nicht, ob dein Fasten oder ob das Fasten des Menschen angenommen wird oder ob es abgelehnt wird. Und so soll man sein nach jeder Ibadah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, oder Abu Huraira erzählt, er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg auf die Mimbar und sagte, Amin, Amin, Amin. Die Leute fragten, O Gesandter Allahs, du tust das in der Regel nicht. Also was ist der Anlass hierfür? Da sagte er, Jibril kam zu mir und sagte mir, fort mit dem Diener, fort mit dem Diener, der Ramadan erlebt und dem nicht vergeben wird, der sich diese Chance entgehen lässt. Und er sagte weiter, fort mit dem Diener, der seine Eltern lebendig erlebt oder einen von ihnen, und die ihn nicht in das Paradies führen, durch die Fürsorge der Eltern, dass er sich um seine Eltern sorgt, dass er sich diese Chance entgehen lässt. Und dann sagt er als drittes, fort mit dem Diener,
bei dem du erwähnt und genannt wirst und der nicht für dich betet. Und da sagte ich Amin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها لأحد غيرك نصيبا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا ولا تضلنا اللهم اجعلنا مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين